Es geht einen wunderschönen guten Ah, Abend. Ich kann Moderatoren perfekt. timeouten. Kannst du? Ja, Super. hab gerade ein Holo getimeoutet. Es funktioniert. Einen wunderschönen guten Abend zum heutigen Stream. Was Ein. haben wir heute vor, Matthias? Wir werden mal ein bisschen Bauteile von A nach B löten. Da Hannes ja quasi alles hat bestellen lassen und quasi nichts angekommen ist. Dazu sage ich dann mehr, wenn ich am Löbplatz sitze, genau. Ne? Oh, wo ich mir auch denke, wie? Ne? Ich meine, ich habe jetzt Bauteile genommen, wo ich dachte, die sind jetzt nicht so selten. Die kannst du eigentlich bestellen. Na, dann meckere ich gleich. Ich habe ja bei Mauser bestellt. Ich glaube, wir haben gemeinschaftlich bei Mauser bestellt. Oder habe ich das ohne Stream gemacht? Ich glaube, wir haben, ich weiß Das es nicht hast. mehr. Was im Ich glaube, Stream? das hast du nachher Offstream gemacht. Alles Ich habe ich meine, Offstream gemacht. du hast ja von mir den Mauser-Warenkorb gekriegt. Also ich habe einen Warenkorb gekriegt von einer amerikanischen Firma mit einem blauen M, ohne jetzt einen Namen zu nennen, weil ich werde mich jetzt gleich bitterlich über Mauser beschweren. Und ich will ja nicht, dass ihr wisst, dass ich mich bitterlich über Mauser beschwere, weil das wäre ja schlecht für den Ruf von Mauser. Aber ich werde mich jetzt bitterlich über eine amerikanische Firma mit blauen M beschweren. Also ich glaube, diese Farbe Blau ist einfach das Hauptproblem, weil ich beschwere mich auch permanent über blaue Cs und so. Ne? Also von dem her. Na, so schlimm ist es ja zum Glück nicht. Aber ich habe bei Mauser bestellt. Den Warenkorb, den Matthias bestellt und geliefert bekommen hat. Und ich habe eine Bestellbestätigung gekriegt. Ich habe am Donnerstag, glaube ich, bestellt. Ich glaube, Donnerstag war es oder so. Habe dann am Freitag eine Bestellbestätigung gekriegt und habe dann am Montag oder so eine Versandbestätigung gekriegt. Und in der Versandbestätigung war dann drin gestanden, geliefert, 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 und bei manchen Produkten stand cancelled. Ah, TME-Logo ist auch blau. Ja, TME mag ich sehr gern an. Also TME ist mein Hauptlieferant. Und dann stand bei ganz vielen Produkten, gerade die von TI und ein paar andere, stand einfach cancelled. Kommentarlos. Cancelled. Und dann kam quasi das Mauser-Paket an mit ein paar Widerständen und Kondensatoren und die ganzen ICs sind nicht drin. Weil cancelled. Dann habe ich zurückgeschrieben, also ich habe echt zurückgeschrieben, what the fuck, are you serious? Also ich war einfach nur erzürnt, mich hat das so aufgeregt. Das sind jetzt auch 20 Euro, ich zahle auch keine Versandkosten dafür tatsächlich, obwohl es nur 20 Euro sind. Und Ja, was? dann kam zurück, ja, ich bin Reseller und TI, Mauser darf für TI nicht, hat der Typ geschrieben, ja, ich bin Reseller und den habe ich zurückgeschrieben, wie sie auf die Idee kommen, dass ich Reseller bin. Ja, nee, wenn das nicht stimmt, soll einfach einen Link auf meine Homepage schicken von den Projekten, die ich mache und bla und blub. Und das war mir schon wieder zu blöd. Einfach. Stell einfach nie wieder bei Mauser. Das ist für mich erledigt. Ich lösche immer, glaube ich, mein Kundenkonto dort und die Sache ist erledigt. Dann komme ich nicht mehr in die Gefahr. Das bedeutet aber wiederum, wenn die Bauteile nicht geliefert worden sind, sind sie nicht da. Ja, schlecht, ne? Bedeutet, ich darf die Bauteile von der alten Platine runterlöten und auf die neue Platine wieder drauflöten. Es wird ein Spaß. Ich Du, auf freue der anderen mich. Seite, ne, Teile möglichst oft wiederverwenden. Ja, also eigentlich so vom CO2-Fußabdruck ganz gut. Das Problem ist nur, ich habe meine Heißluftlötstation nicht angesteckt, weil ich das verabsäumt habe, weil ich echt auch keine Zeit gehabt habe heute vorm Stream. Wir wechseln zum Lötblatt. Ich rolle jetzt mal da schnell rüber, schalte die Kamera um, nehme meinen Monitor mit, nehme meine Kaffeetasse mit, weil ich habe natürlich eine wundervolle Ehio-Tasse. Denn Kaffee schmeckt bekanntlich am besten aus einer Ehio-Tasse. Die man nicht mehr käuflich erwerben kann. Oh, Limited Edition. Ja. Ich werde Giveaways machen und ich werde auch wieder irgendwie so Tassen, weil da habe ich, glaube ich, was war denn da die Bestellmenge bei Flyer Alarm? 20 Stück oder so. Da bestelle hat man wieder Ja. 20 und dann gibt es dann für die 20 Top-Abonnenten oder was auch immer. Gibt es dann eine Tasse? Genau, du hast ja auch so einen Satz von Schluggli Platin. Ich habe einen ganzen Satz von ganz vielen schnuckeligen Platinen, wie man hier sieht, genau. Ich habe die tatsächlich auch wiedergefunden. Ich habe schon ziemlich intensiv suchen müssen heute vorm Stream, weil sie sind halt echt extrem winzig schnuckelig. Aber ich habe sie, wie man sieht, alle drei gefunden. So, Matthias, was müssen wir jetzt da eigentlich alles machen? Du Soll man kannst erstmal erstmal. einfach diese 12-Volt-Versorgungsdings auflöten, oder? Weil das wäre Yep, ja das ist einfach von da nach da. genau, 1:1. Hat sich da nichts geändert? Da hat sich nichts geändert. Also so gar nichts oder wenig? Nichts. So gar nichts. Also Okay. wirklich Bauteil von einer Position auf die andere auf der neuen Platine und gut ist. Achso, ich habe das eigentlich mit dem anderen Lötkolben gelötet, gell?
Mal auf der Temperatur eingestellt, 400 Grad. Perfect Temperature. Achso, jetzt muss ich mal auf mich umschalten, damit ich was sehe. Sieht mir Matthias zwar nicht mehr, aber... Ja, das kann man heute verschmerzen, das ist... Man hat dich dafür das letzte Mal umso mehr gesehen. Wo bin ich denn? Da bin ich. Hab jetzt einen riesen Lötblock drauf gemacht, weil ich zuerst versucht habe, mit dem Lötkolben abzulöten, was nicht funktioniert hat. Ah ja, guck, die Spule ist schon mal drunten, die kann man schon mal runternehmen. Das ist auch eines der teureren Bauteile von dem ganzen Konstrukt. Ja, aber auch nur, weil du sie bezahlst und nicht gratis Muster bei Wirt anforderst. Dann klatschen wir mal hier. Also ich habe letztes Mal den Mikrolötkolben genommen, weil der besser ging, gell? Guck mal das jetzt auch nochmal. So, na, ich glaube, ich brauche eine neue Spitze. Überall ein bisschen Lötzinn drauf. Vierte. Ach, neue Spitzen werden überbewertet. Ja, Plastik hat sie nicht so gern gemocht. Also. Ja, das ist, also du meinst diese 28-12er? Ja, hat sie mir übel genommen. Ja. So was nehmen wir meine auch immer übel, leider Gottes. Sind da immer so mimimi, diese Spitzen. So, jetzt muss ich hier noch schnell dieses überschüssige Lötzinn runter machen. Ich mache jetzt was. Achtung, Stream-Premiere. Ich habe was in China bestellt, weil ich will, also ich mache jetzt einen ultimativen Spoiler. Ich will, ich wurde ja ganz viel gefragt zum Thema Flussmittel, Kolophonium und. Ich habe das Gammeligste vom Gammeligsten, was ich in China für wirklich kein Geld bestellen konnte, bestellt. Also ich habe wirklich das Billigste vom Billigsten bestellt. Und unter anderem auch, Matthias, kannst du gucken sogar, eine Spritze Flussmittel. Also Solda-Paste steht drauf, ist aber Flussmittel. 110 Kubik. Ich habe keine Ahnung, ob das was taugt, ob das gut ist oder nicht. Aber ich habe es bestellt und wir werden es jetzt einfach mal testen, hätte ich gesagt. Ja, jetzt muss ich aber erstmal, glaube ich, dieses Nupsi-Teil da hinten reinstecken, oder? Ah, geht das da rein? Nee. Hä? Was haben die sich dabei gedacht? Was soll das, wie soll das funktionieren? Kai Uwe kann jetzt seinen qualifizierten Kommentar dazu abgeben, weil der ist vom Fach. Schlanz, Schlanz, Schlanz. Der ist vom Fach. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da natürlich im YouTube-Video so tun, als würde ich es erstmalig verwenden dann, ne? Und boah, und toll, und boah, das ist ja super. Ja, zum Thema fehlende Vorbereitung. Den Pastendispenser habe ich leider auch noch nicht wieder aufgezogen. Aber wenn es mal so genau hergeht. Naja, von Hand geht's auch. Außerdem ist die thermische Anbindung etwas... etwas besser, wenn es so eine kleine Platine ist, meinst du? Ja, und ich habe diesmal auch wieder etwas weniger Anbindung. Also, du hast eine Chance, Dinge festzulöten. Oh, sieht jetzt ja mal nicht so schlecht aus, was ich hier fabriziert habe. Also, das Ding scheint zu funktionieren, dieses Schlanzteil, was ich da gestellt habe. Das weiße Strich ist die Kathode. Die muss Richtung Testpunkt. So, da war jetzt ein bisschen zu viel Blödsinn drauf. Jetzt ziehen wir den Lötkolben runter. Im Übrigen ist SMD-Löten ja höchst gefährlich, ne? Was? Ja, SMD-Löten ist höchst gefährlich, Matthias. Ich habe einen Kommentar gekriegt auf mein SMD-Erklärvideo. SMD-Löten-Erklärvideo. Also SMD-Löten ist höchst gefährlich. Absolut davon abzuraten. Also keiner soll das machen und auch gar nicht mein Video nachmachen, weil es ist eine Frechheit, so ein Video zu machen, weil es gibt nichts Gefährlicheres wie SMD-Löten auf der Welt. Ja, wenn man... Leute sucht, die wissen, was sie tun. Mhm.
Naja, dann darf man sowieso eine DHL suchen, also hallo. Seit wann wissen wir, was wir tun? Wir wissen schon, was wir tun. Wir wissen auch, dass wir es nicht gut tun, aber wir haben trotzdem Spaß daran. Warum habe ich hier eigentlich so einen Mikrowiderstand drin, Matthias? Mikrowiderstand? Ja, 0402 oder so. Habe ich nur 402 eingepackt? Nee, aber ich habe einen eingelötet. Wahrscheinlich war dir mal wieder der richtige Widerstand ausgegangen. Ach, okay. So, jetzt muss ich den Man nämlich einmal. könnte jetzt natürlich die Aufzeichnung nachgucken. Es gibt keine Aufzeichnung, die wurde gelöscht. So, jetzt schlotzen wir hier nochmal anständig Flussmittel drauf. Boah, wie sie das zieht, hey. Boah. Und dann tun wir hier nochmal mit Heißluft drüber, dass die Widerstände auch nochmal schön verlötet sind. Ich glaube, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass diese Spule umzieht. Ah, logisch machen wir das. Ich habe hier einen Fume-Traktor, der absaugt. Natürlich machen wir das. BG konform hoch 10. Am Ende, das habe ich mir auch schon gerade gefragt. Es steht No Clean drauf, glaube ich, irgendwo. Also irgendwo, glaube ich, habe ich No Clean gesehen in der Beschreibung. Die Platine ist mega klebrig. Also ich glaube, es ist nicht No Clean. Ich muss die Platine also auf jeden Fall reinigen. Stinkt gar nicht mal so schlimm. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo ich meine Leiterplatten Reinigungssprays habe. Ja, ich habe Brennspiritus, habe jetzt geholt. Eine transparente Flasche Brennspiritus. Ich habe nämlich das immer in transparenten Flaschen, weil dann sieht es aus, als ob man es trinken könnte wie eine Trinkflasche. Kann man sogar durch mich durchgucken dann mit diesen Flaschen, sind die Spezialflaschen. Zum Thema klebrig nochmal für die Frage, ne? Ja, es ist klebrig. Das war jetzt gerade der Wahnsinn. Also, man sieht's, es klebt nicht mehr. Also, es ging jetzt instant ab. Da machen wir einmal Ultraschallreinigung. Und dann mit dem hier ein bisschen drüber schrubbeln. Schauen wir es uns mal im Mikroskop an, wie sie ausschaut. Der kleine Pupswiderstand hat auch Kontakt. Das hat alles Kontakt. Matthias? Ja. Fertig, Asta! Ja, ich kümmere mich nochmal den Bauteilen. Jetzt guck mal dir zu. Jetzt kann ich nämlich hier ganz blöde Kommentare abgeben und einfach dir zugucken. Glück kommt doch mal weiter mal auf Sleep. Jetzt tun wir mal mein Ergebnis hier hin und vergleichen es damit Matthias seinem Ergebnis. Ja, kann natürlich sein, dass der. Ah, stimmt, da ist tatsächlich nur klebrig. Da wird zwar die Platine wieder draufgelegt, aber ist zum Glück Platine nicht klebrig. Achso, Spiritus habe ich da hinten drin. Vermutlich ist die Unterlage jetzt für alle Ewigkeiten klebrig, weil der Spiritus meine Unterlage aufgelöst hat oder so. Aber jetzt irgendwo ein Taschentuchstück ohne. Boah, wie sauber die Unterlage da ist, wo sie mit Spiritus putzt. Da Wahnsinn. Also jetzt ist auch die Unterlage nicht mehr klebrig. Also er lässt sich sehr leicht mit Brennspiritus putzen. Ganz problemfrei. Du kannst das schon mal testen. Also. Machen. Wir haben jetzt am Wochenende die kompletten Regale ausgeräumt. Ich habe im Übrigen sämtliche Dinge, die von EHI übrig geblieben sind, weggeworfen. Also ich habe ganz viele Platinen, kistenweise Platinen einfach auf den Elektromüll geschmissen, weil ich es einfach nicht mehr sehen will. Ich habe ganz viele Dinge aufgehoben noch. Ich habe ganz viele Dinge in kleine blaue Magazine geräumt, Schubladenschränke, weil die auch Platz haben. Und ich habe, aufpassen, Matthias, ich habe gefühlt Bauteile und Bausätze im Wert von mehreren tausend Euro verschenkt. Und zwar an den OV Rosenheim, an den Funkverband Rosenheim. Weil A bin ich da dabei und B haben wir da jetzt eine Jugendgruppe
Und der Klaus vom OV lötet jetzt ganz viel mit, die haben jetzt irgendwie 20 Lötkolben gekauft oder wie viel, und der lötet extrem viel mit Kindern und Jugendlichen. Und bevor ich irgendjemanden die Firma für wenig Geld verkaufe und mich ärgere, verschenke ich es lieber. Ah, das meintest du mit, sie haben einfach durchgefräst. Ja, sieht man. Ja, genau. Das sieht man im Mikroskop ganz gut. Normalerweise kostet das extra, es sei denn, genau, normalerweise kostet das hier extra, es sei denn, man sagt einfach, hier ist das Ende und legt einfach das Wir mittig rein, dann rennen sie hier einmal mit der Säge durch. Mhm. Und es hat sich auch keiner beschwert. Also ich wäre davon ausgegangen, dass irgendjemand gesagt hat, nö, es geht so nicht. Mhm. Hast du getestet? Ihr sagt, das Netz dagegen ist. Aber test dich einfach durch, wenn es bei dir funktioniert, funktioniert es bei mir auch. Kaffee ist leer. Kann man so anstellen. Achso, du hast ja gesagt, ich werde fluchen beim Festlöten. Ich werd eher früher oder später fluchen, wenn ich eher 11 da oben festkriegen will. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Alle gucken dir zu, in ganz groß, Matthias, gell? Ich hätte wieder schon vielleicht ein paar Millimeter weiter rüber schubsen sollen. Also, drauf ist es, aber da gibt es noch leichten Optimierungsbedarf. Vielleicht. Ja, wenn es nicht glänzt, das bedeutet nichts. Das ist gut, wenn es nicht glänzt. So, was machen wir nun? Testen? Ich habe immer noch kein Netzteil. Also ich nichts testen kann. Also was machen wir jetzt, Matthias? Ich bin gerade dabei, die 5 Volt anzulöten. Die Pinions. Ich habe hier noch ein Netzteil. Okay. Dann kann ich dir gleich sagen, wie schlimm das Ganze ist. Aber ich habe die Befürchtung, dass so Masse brauchen wir noch irgendwo. Leider sehen wir es nicht, weil wir außerhalb des Mikroskops sind. Ja. So, das Ding von Pins dem sind Teil dran. An der Stelle. Im Übrigen zum Thema, ich habe gammliges Zeug in Kina bestellt. Ne? Also ich habe einmal diese gammlige Flussmittel-Dinger da bestellt und ich habe noch das gammligste überhaupt bestellt. Und zwar hier, das habe ich neulich in irgendeinem Insta-Reel oder so gesehen, Kolophonium in Reinform. In ein Kartonteil hineingegossen. Also reines Kolophonium. So, auch das ist scheppern möge. Ich da so. Geil. Mach's bitte so ins Mikroskop, dass wir sehen, wenn es scheppert. Ja, Andi, kann ich, aber dann müsste ich irgendwas ausstecken. Und ich habe hier, oder ich finde irgendwo zufällig ein 230 Volt Kaltgerätekabel. Ich habe nämlich da nur 2 Kabel hoch oder 1 und es geht irgendwie, also ich habe einfach keinen Strom. Ich habe da auch schon mal angefangen, was zu bauen, aber bin nicht fertig geworden. Aber ich kann mal gucken, ob ich irgendwas umstecken kann auf die Schnelle. Also noch hat es keinen Kurzschluss. So, Spannung ist drauf. Es hat nicht geknallt. Schon mal gewisser Fortschritt. Ich hatte irgendwo einen Multimeter. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich habe einfach hier im Büro gerade kein Kaltgerätekabel. Die wurden mir alle versteckt. So, ich habe das Netzteil einschalten können, ohne dass die Sicherung geflogen ist. Ich habe mich jetzt eigentlich schon fast im Dunkeln sitzen sehen.
So. Au, au! Ah! Ah! Was ist gut? Ah, ich wollte gerade ein Laborkabel nehmen und ich trockne gerade an dem Halter von meinem Laborkabel, also mein Laborkabelhalter, trockne ich gerade Wacholderbeeren. Und die stechen. Und ich habe einfach hingelangt, ohne dran zu denken, dass ich da gerade Wacholderbeeren habe. Die stechen. Also mein Testpunkt sagt 12,2. Ich meine, das Schöne ist, dass auch die Testpunktbeschriftung immer noch mit dem übereinstimmt, was auf der Platine draufsteht. Was ist mit der Testpunkte drauf? Du hast TP8 und TP8 ist auf der roten Platine mit gleich 12 Volt markiert. Also ich habe TP8 auf irgendwo gerade angelötet. Achso. So, Kanal 3 nehmen wir mal her, weil er ist für 5 Volt ausgelegt. Kanal 3, 5 Volt, 3 Ampere. Gehen wir mal auf 0,5 Ampere. Dass wenn was nicht passt, ist nicht gleich explodiert. Dann gehen wir mal bei mir auf groß. So, das soll jetzt irgendwo messen können, sagst du? Ja. So, wo habe ich jetzt die Messspitzen hin von dem? Wieder. Ah, da. Wie die Kamera lehnt. Also Kamera und Fokus ist halt. So, Fokus. Das heißt, da hänge ich mir auch an die Masse da unten dran. Dann gehen wir auf V. Dann halte das mal da dran. Dann sehen wir, glaube ich, die 5 Volt kommen. 5 Volt on. Es sind 3 Volt. Weil man wahrscheinlich auf 5 Volt stellen muss, oder? 5 Volt. So, es sind 5 Volt. wo ist 12 Volt auf TP8? Und TP8 ist ja. Wo? Auf der Platine, der Testpunkt. Oben drauf auf der Platine, okay. Ich habe 12,1 Volt. Ja gut, bei mir sind 12,2 plus minus ne, Widerstände, Schätzwerte. Ja, plus minus und plus minus Multimeter. Ja. Wird auch nichts warm. Bleiben auf fast 12 Volt, wenn man mit dem Finger drauf rumtapselt. Also die Dinge, die schon mal funktioniert haben, Matthias, funktionieren. Die funktionieren immer noch. Das ist jetzt kein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf der Platine. Sollen wir den I²C-Level-Shifter aufbauen? Oder wie ist das noch identisch von den Bauteilen her? Oder hat sich da was geändert? Die Bauteile sind ziemlich identisch. Ziemlich? Macht mir jetzt gerade so. Wir haben jetzt hier dieses kleine schicke Platinchen. Was geändert wurde? In den Schaltplan. Level-Shifter. Also. Hier vorne, nein, hier, also hier hinten vorne sind Spannungsteiler drin. 100K. Mhm. Weil wir hatten uns ja gefragt, warum funktioniert es nicht? Na, wir hatten ja hier die Spannung, alles schön. Mhm. Das Problem ist, auch wenn da Rail-to-Rail dran steht, das heißt Rail-to-Rail, nicht Rail-up-to, including Rail. Nee, das heißt Rail-to-Rail, das heißt quasi von VCC minus einer Diode oder so bis minus VCC minus einer Diode oder so. Das heißt nicht von VCC bis minus VCC. Heißt aber auch, dass wir hier unser Spannungsdelta halbieren. Mhm. Damit haben wir hier einen Jumper für G10 und G20. Das heißt, wir nehmen das Ding mit 20-facher Verstärkung. So, und dann ist es mit V-Out hier auch wirklich absolut grenzwertig für den 74L LVC1G125 mit Low- und High-Pegel. Mhm. Also das ist auch absolut auf Kante genäht. Und wie gesagt, hier oben mit dem Widerstand kannst du noch ein bisschen die Ausgangsspannung bei entsprechenden Strom anpassen. Was für ein Strom fließt darüber? Was hatte ich berechnet? Hinten sind 2K2 dran für Pulldown, also 2,2 mA. Mhm. Das heißt 0,22 Volt Drop. Was jetzt aber dann halbiert wird, das heißt, es sind 0,11 Drop. Mit einer Spannungsverstärkung von 20 haben wir dann quasi 2,2 Volt. Ja, ich habe mal angefangen, so in Schematik so Berechnungen und Informationen reinzutragen, damit Schaltung. Achso, da unten steht es sogar, okay.
Ja, ich habe angefangen, Dinge einzutragen, damit man später noch weiß, was sich der Schöpfer des ganzen Kunstwerks dabei gedacht hat. Ja. Ach so, und 0,8 brauchen, da sind wir eh easy dran, oder? Oder was ist da unten? Ja. Nee, er braucht eigentlich Da steht nichts, so zwei. 0,8 Detected Logic High. Ja, er hat zwischen 0,8 und ungefähr 2,1, 2,2 so einen nicht definierten Bereich. Wir Okay. schauen mal, was er macht an Ja, der find mal Stelle. raus. Find mal raus. Wie gesagt, ansonsten kannst du hier eben halt 150 oder 100, 120 reinsetzen, dann hast du ein bisschen mehr Hub. Vor allen Dingen, wenn hier irgendwas nicht drin funktionieren sollte, ist es nur eine kleine Platine, die man tauschen müsste. So, was machen wir jetzt als nächstes? Sollen wir jetzt diesen, also da hat sie nur dieser Widerstand gehen, das ist Widerstände sind quasi dazugekommen. Das heißt, das könnte man einfach Du 1 musst zu schon ein 1 bisschen. tauschen, plus die Widerstände halt, die jetzt zugekommen sind. Ja, wollen wir anfangen? Also, du kannst anfangen, Bauteile runterzulöten. Bei mir gibt es leider einige Bauteile nicht mehr. Wegen? Naja, ich habe ja. Ich habe was probiert, es wurde was getestet, es war danach kaputt. Siehst du das große Nichts da? Nee, Da, wo mal weil Pets dran war. ich immer noch deinen Schaltplan sehe. Achso, ja, Moment. Siehst du das große Nichts da? Ja. Was ist mit diesem vielen großen Nichts? Was war da mal drauf? Vielleicht waren da mal Pads drauf und ein Bauteil. Also muss das Bauteil theoretisch noch existieren. Habe ich den Spiritus schon wieder zugeschraubt und jetzt geschüttet? Sagen wir mal so, die fehlenden Pads hatten auch dann fehlende SMD-Bandchen dran. Ja, die kann man nur markant, aber das SMD-Bauteil mit dem Dremel abschleifen und wieder Webbreite anlöten. Das geht. Ja, wie gesagt, wie man sieht, da ist ein großes Nichts, aber glücklicherweise. Was? Du hast es wieder nicht reingeschüttet und die Flasche zugemacht? Habe ich gerade das Flussmittel-Dings gereinigt? Brauche ja nochmal Flussmittel. Also heute ist echt mein Tag. Ich merke einfach, ich war zu lange in der Schule heute. Die Pads verzinnen ein bisschen. Erstmal Bauteile bergen. So, die Widerstände muss ich halt dann wissen, welche das dann sind vom Wert her und so. Statt 10K sind es 4K7 für die Pull-ups. Also, da hat sich Ich. sonst auch noch was geändert. Nee, das sind nur die Pull-ups, die sich geändert haben. Plus eben halt die 100K für den Spannungsteiler. Okay. Ich rieche geschmolzene WS2812. Lecker. Am, nein, 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 nein. Yummy. Ja, nö, nee, ich hab meinen kein Flussmittelstift hier. Da muss ich jetzt doch wieder diese Spritze auspacken. Aber ich bin so ein Oberdeppe. So, jetzt habe ich irgendwie so ein blödes Drähtchen dran. Bin ich froh, dass ich halt überhaupt nicht zitter. Ich habe Green Brain Ecke, ich habe eine Ersa Icon Vario. Also ganz, ganz großes, schweres, teures Geschütz in dem Fall. Was ich aber glücklicherweise als YouTuber gratis gekriegt habe. Die kostet, glaube ich, irgendwie 2000 Euro oder so. Also, das tut mir wirklich leid und ich habe da einfach auch keinen Einfluss drauf. Also, das kann ich wirklich nicht ändern. Aber 5 Werbespots finde ich jetzt schon. Also eine gute Lötstation kostet natürlich echt immer Geld und
ist aber an sich dann schon meistens das Geld wert. Was hast du jetzt für eine geile Matthias? Du hast ja auch was gegönnt, ne? JBC. Ja, das ist aber auch so ein Werkzeug, das man sich nur einmal anschafft. Die neue Ware ist also schwarz. Ja. Die DDE für zwei Tools. Ich habe ja einmal die SMD-Zange und einmal den normalen Lötkolben dran. SMD-Zange ist natürlich immer was unglaublich Teures. Also da halten es alle dafür. Also das ist brutal, was die dafür verlangen. Ja, nur du kannst sie eben halt an der Station zwei Tools anklemmen. Ja. Kannst auch zwei Lötkolben anschließen. Ich habe auch eine SMD-Zange für die Vario. Das wäre jetzt für diese Umlötgeschichte total intelligent. Nein, also rum jetzt. Der andere Punkt ist, die Spitzen bringen ja nicht um. Also du hast ja einige Anbieter, die mit W-gerüchteweise anfangen, wo du zwar eine preiswerte Lötstation kriegst, wo dich denn aber die Spitze irgendwie so über 100 Euro kostet im schlimmsten Fall. Ja, das ist ganz schön übel. Weil du Spitze und Heizelement halt in einem hast. Ist aber bei der JBC auch so, oder? Nee, Heizelement ist hinten, meine ich. Okay. Also du hast, Heizelement ist hinten, das heißt, du tauschst wirklich nur die Spitze aus. Ist das Bauteil, was zwischen IC8 und IC6 ist, ist das ein Kondensator, Matthias? Weil da hast du keine Beschriftung mehr dran. Zwischen IC8 und IC6. Und warum ist deine lila und deine blau? Meine ist auch lila, aber die Farbabgleich hier ist halt... Achso, das dachte ich gerade. Ist es mir jetzt mehr lila? Ja, 858D, sowas habe ich auch gehabt. Ja, genau, die ist echt super. Kann man echt nichts sagen, weil die kostet, glaube ich, 80 Euro, 60 Euro, je nachdem, wie man es kriegt. Die ist super. Das Blöde war, ich hätte mir, oder was heißt das Blöde? Ich hätte mir irgendwann die JBC bestellt. Und ist das jetzt ein C Zeit oder nicht? Ich frage für einen Freund. Ja, JBC ist halt schon echt was ganz anderes. Ja, wobei die Hakko, die neue, was ist das, wie hieß sie? Auch die Dual-Tool-fähige. Ja, die ich habe. Die FX971 habe ich, die ist einfach Tool. Die andere ist, glaube ich, 9, keine Ahnung was, 972 wahrscheinlich, Dual-Tool. So. Also meine hatte die gleichen Spitzen und so. So, Bauteil. IC8 und? Zwischen IC8 und IC6. Ja, du meinst... das da, ja. C27, 100N, 10 Volt. Das ist ein Kondensator, okay. Nee, ich wollte nur wissen, ob das immer das gleiche Bauteil ist. Weil da ist nämlich ein Kondensator beim anderen drauf, aber bevor dann ein Kondensator endet und Widerstand erwartet wird, frage lieber einmal. Ja, ist halt... Ja. Also JBC hat die Heizelemente der Lötspitze, genau. Elsa im Übrigen, Elsa sage ich Hakko, im Übrigen auch, da sind auch die Heizelemente in der Lötspitze drin. Sieht man, wenn man hier diese Ersatzlötspitze anschaut, sieht man das relativ gut. Da ist quasi da hinten von der Kontaktierung her Keramikheizelement direkt damit drin. Die kosten aber auch de facto fast nichts, die Dinger. Und diese Mikrolötspitzen, mit der ich jetzt gerade löte, da ist auch hier Heizelement mit da drin. Boah, cool, ich habe so eine Messerspitze, sehe ich gerade. Hab die noch nie raus da, glaube ich. Ich bin super. Also diese zwei Kanal von Hakko, die ist auch absolut. Also ich habe die Einkanal-Variante absolut top. Also die geht, man sieht es ja gerade, ich löte gerade mit dem Mikrolötkolben. Der ist extrem gut. Ja, Heizluft, genau. Bei mir ist es auch bei mir ist es eine 852, also aus der Rubrik China-Kracher, aber macht warme Luft und. Macht warme Luft, scheppert dabei, alles ist gut. So, ich muss jetzt mal schnell meinen Widerstandswerte holen. So, Matthias, dann brauche ich mal die Widerstandswerte dann. Also löp mal gleichzeitig auf, hätte ich gesagt. Ja, mir fehlen noch Halbleiter. Achso, na dann warte ich auf dich. Und ich werde bei mir auch die Widerstands- und anderen Bauteilwerte suchen müssen.
Nee, das klippt keiner. Ich habe bei Desktop Audio eine Rauschunterdrückung drauf, damit Matthias sehr rauschunterdrückt ist. Und ich habe, es ist glaube ich auch zu leise, ich habe das nachgeschaut gehabt. Ne? Ich glaube, es ist auch relativ leise, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich habe die Lautstärke jetzt mal auf 20, ich kann es mal auf 40 hochdrehen. 35. Lippplatz, PC-Platz. Haut mal die Rauschunterdrückung, haut mal das raus. Es tut mir jetzt leid. Aber vielen Dank. Das. Ich habe das. Stimmt, das habe ich neulich. Dachte mal das auch. Dann nochmal. Wir gucken Matthias beim Löten zu. Was holt die Rauschunterdrückung raus? Ah, nix, nix, nix. Alles gut. Kann man mitarbeiten. Ich habe mir schon überlegt, was sagt denn ihr dazu? Matthias darf jetzt nicht zuhören, weil er ist eh konzentriert. Mache ich auch nie. Ich habe mir überlegt, ob ich das Lied mit der Trompete einspiele und ich dann unten so einpluppe. In Transparent, ich so am Trompete spielen das Lied. Wenn ich da drauf drücke, was haltet's davon? Es ist schön, dir zuzugucken, Matthias. Also ich mich hier so von Beinchen zu Beinchen gewählen? Ja, ich freue mich. Es freut mich sehr, dir hier dabei zuzugucken. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie du es schaffst, kein Kurzschluss reinzukriegen. Du hast so eine Kugel auf dem Lötkolben und du hast so viel Glück, dass immer nur so ein kleiner Tropfen dann auf dem PC landet und nicht diese Kugel blub macht, wie es eigentlich erwarten wird. Im Zweifel, wenn irgendetwas nicht geht, habe ich natürlich auch den passenden Ton dafür in meinem Soundboard. Ah ja, stimmt, das sind die Dinge, die ich nicht höre. Störungen und geht nicht. Haben heute konstant 20 Zuschauer, finde ich im Übrigen mega. Hallo allen 20 Zuschauern, schreibt es auch gerne mal in den Chat rein. Oh, Nepomax, Duplolog Revival, hör auf. Ne? Mich hat neulich jemand einen Kommentar unter meinen Stream geschrieben, von wegen, ja, wenn du eine Idee brauchst, du könntest doch eine Duplolog reparieren. Ich dachte immer so, ah, das Thema. Nicht schon wieder. Ich meine, sie liegt noch da links hinter mir. Sie hat sogar eine eigene. Die Leute glauben an diese Idee. Ne? Bin ja ordentlich. Ab hier. Das war kein gutes Ding. Ach, war die andere Staubschicht. Boah, war da viel. Boah, boah, fuck. Boah, fuck, habe ich mir jetzt gerade. Oh. Boah, jetzt hätte ich falsch gekotzt. Boah. Ich habe hier, man glaubt es ja nicht, ne? Ich habe hier eine eigene Kiste, wo alle Teile von der Duplolok drin sind. Also die Lok existiert noch, unsere Lötversuche existieren noch. Das ist auch hier alles irgendwo. Matthias. Weißt du, wie lange ich dieses Kabel suche? Warte mal, ich lass mich mal kurz Richtung Monitor. Ah, da ist es geblieben. Weißt du, wie lange ich dieses Kabel suche? Der Staubschicht gab es urteilen ziemlich lange. So, wie viel 100K braucht man? 4 Stück brauchen wir. 2, 3, 4. 25, 27, 28 und 47. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt. Was? 25, 28, 47, 46?
27, 28, 25, 47. 27, 28. 27, 28, 47, 25. Die Vierergruppe hier. So, Nummer. Ich fange jetzt mal bei 27 an. 27. Ja, dieser Viererblock und der IC8. Man kann das so unglaublich schlecht sehen bei KiCad. Guckst du hier? Der da und der da. Also 25, 27. 27, 28, 47, 25. Ah, okay. Quasi der Block mit den Vieren, wollte ich sagen. Genau. Oh Gott, der ist verkehrt rum. Das wollen wir nicht. Dann schauen wir wieder die Leute in den Kommentaren. Du lötscht die Widerstände nicht alle mit der gleichen Schriftrichtung ein. Ist ja nicht ästhetisch. Und aus dem Grund lötet ihr den jetzt gerade absichtlich verkehrt rum ein. So. Zweite Seite anschmelzen. Und dann tue ich da nochmal Flussmittel drüber. Da wird das alles nochmal mit Heißluft finalisiert. Man sieht dich nicht löten, Matthias. Ach so, stimmt. Ich habe dir ja den... Danke, Bitswap. Es ist tatsächlich nicht viel, was für die Werbung abfällt. Also am meisten verdient man tatsächlich, also mit der Zuschaueranzahl, die ich gerade habe, 20 Stück drumherum, verdient man am meisten tatsächlich mit den Subs. Mit den Werbungen, da ist man eher im Cent-Bereich. Also tatsächlich, wenn ich da bei 20 Zuschauern im ganzen Monat bei 4 Streams 1 Euro verdiene, dann ist das schon Obergrenze. Naja, und von den verdienten Euro kannst du ja nochmal gut 2/3 abgeben für... Na, das ist schon. Also das ist quasi schon netto dann, was übrig bleibt. Cool. Kaffee. Vielleicht. Und Hedonica, dich habe ich gar nicht explizit begrüßt. Willkommen, Hedonica, im Stream. Ich habe dir nur vorher deine Frage gesehen, aber dich noch nicht begrüßt. Schande über meine Haut. Über meine Asche, über mein Haupt. Vielen, vielen Dank für die 50 Bitties. Was ja ungefähr 50 Cent entspricht und da, glaube ich, bleibt über, also gut über die Hälfte hängen. Also da sind es, glaube ich, relativ spendabel. Aber ich weiß es nicht. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Grinsprenz-Ecke. Ich meine, dazu muss man auch sagen, dass jetzt nicht unser Hauptverdienst. Nee, wir machen das ja nicht wegen dem. Also von dem her müsst ihr auch definitiv nichts spenden. Alles gut. Also ihr müsst weder subscriben noch spenden noch sonst was. Außer wenn wir dann geile Giveaways machen. Dann müsst ihr es natürlich schon machen, weil sonst kriegt ihr keine geilen Giveaways. Nee, die kriegt ihr natürlich trotzdem. Gibt es da wieder Verlosungen, zufällige? Ich hatte mal Patreon, das, da kriegst du aber auch so viel Abzüge, das habe ich mal gehabt. Da bleibt de facto auch nichts übrig, deswegen habe ich das wieder irgendwann einschlafen lassen. Ich bin so glücklich, ich verdiene mit YouTube ein paar 100 Euro im Monat. Das ist ein schönes Geld, mit dem kann ich mir jetzt, nachdem der Shop nicht mehr da ist, zumindest das Internet leisten. Und ab und zu mal eine neue Schnittsoftware oder sowas, von dem her. Für eine EHJ-Taste, genau, ich kann ja irgendwie sowas machen, also die EHJ-Tasten waren, glaube ich, um die 15 Euro im Shop zuzüglich Versand. Ich muss wahrscheinlich, muss damit ja auch kein Geld finden. Ich glaube, die haben, glaube 8 oder 10 Euro haben die brutto im Einkauf schon gekostet. Die waren nicht ganz so billig. Könnt ihr ja mal reinschauen bei Flyer Alarm. Ich habe die bei Flyer Alarm bestellt, was die kosten. Maria, jetzt tut sie, anstatt dass sie selber abonniert, verschenkt sie ein Abo, die Verrückte. Die traut sich was. Vielen, vielen Dank, dass du Dio SC2, der noch nicht einmal geschrieben hat, der jetzt gefälligst zu schreiben hat, ein Abo geschenkt hast. Vielen Dank dafür. So, dann würde ich sagen, machen wir mit R22 und R29 weiter. Mhm. So, gleich die Planänderung.
Wir machen R22, 26 und 21. Also ein bisschen Rosten fangen an, weil sie eben einfach überall so ein bisschen Beschädigungen haben und vermutlich auch, wenn die Hitze von der Spülmaschine kommt. Also offiziell sind sie spülmaschinenfest. Also ja. Wir fangen an mit dem. 26, 21, 22, 4K7. Ah, 4 mal 4K7. Dreimal. Dreimal 4K7. Uno, due, auf der Display-Seite ist der Clock ja Push-Pull. Ja. Ich glaube, ich kann jetzt mal das Netzteil ausschalten, dann hört man den Lüfter nicht die ganze Zeit. Tut es hier nicht, das Logo, wie man sieht. Da bleibt es klar. Das kommt auf die Temperatur drauf an. Ich habe eine Tasse, da habe ich mal mit einem Keramikstift hier eine Unterschrift drauf gemacht und habe versucht, die muss man einbrennen bei 60, 70 Grad im Backofen. Da ist die Farbe auch verblasst. Also wenn man die, glaube ich, über 50 Grad, 60 Grad erhitzt, dann verblasst die Farbe. Also wenn sie mit so einem Eco-Spülprogramm machst, dann soll es keine Probleme geben. Aber halt eben beim heißeren Programm, also ein Topfprogramm oder so, irgendwas, was über die 60 Grad oder so geht, da tut es leider verblassen, ja. So, wo müssen wir das jetzt hinlöten? 22, 21 und 26. Was sind die anderen? 21, 26, okay. Ich muss mit Ihio Shirts und so weiter und Tassen auch nochmal schauen. Ich kriege ja von YouTube aus, weil ich jetzt ja weit über keine Ahnung wie viele Abonnenten habe. Ich kann jetzt ja auch von YouTube aus irgendwelche, gibt es Partnerschaften mit irgendwelchen Firmen, dass ich vielleicht da mal gucke, dass ich irgendwie was organisiert kriege. Hast du eine mit Unterschrift gekriegt? Ne, ich habe die, was ich gemacht habe, die habe ich selbst behalten, weil es eben so verblasst ist. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie auf deinen Wunsch hin, den du vielleicht geäußert hast, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass ich eine unterschrieben habe und nicht so heiß eingebrannt habe als Versuch. Das kann natürlich sein. Dann hast du quasi die einzige Ihio-Tasse mit einer Originalunterschrift von mir. Apropos Ihio-Tasse, meine ist leer. Da machen wir nochmal einen Apfelsaft rein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen euch zwei und danke fürs im Bett weiterschauen. Allzu lang wird es bei uns heute auch nicht mehr werden, glaube ich mal. Nee, ich denke mal Bauteile drauf und dann, wie man es bei guten Serien macht, einen Cliffhanger fürs nächste Mal, ob es dann auch wirklich explodiert. Ja, die muss definitiv in einem Ehrenplatz halten heute. Also die, wie gesagt, das ist definitiv ein Unikat. Also ich habe also nicht, dass ich mich jetzt irgendwie daran erinnern könnte, jemand anderem eine unterschriebene Ihio-Tasse geschickt. Ihio als Verhütungsmittel. Ja, warte nur, bis ich im Bett misch. Sobald deine Frau immer mich sieht und meine Stimme hört, dann wird sie über dich herfallen, Hope. Also da wäre jetzt nicht so voreilig an deiner Stelle, ne? So, und dann bleibt nur noch R29 mit erstmal 100R übrig. Ah! Ich tue jetzt aber die Spritze nicht mehr dreckig machen. Ich tue jetzt hier das Ding draufschlanzen. So, ich habe jetzt hier Flussmittel draufgeschlanzt. Ein wenig. Es ist Flussmittel, ne? Also die Platine hat mich nicht so sehr erregt, als es ist wirklich Flussmittel.
Also bin ich froh, dass ich im Büro keinen Rauchmelder habe. So, damit hätten wir alles drauf. Ich bin gerade nur am Nachlöten mit dem Heißluft, damit alles auch schön verlötet ist, mit ganz viel Flussmittel und so. Dann zoomen wir mal ein bisschen raus. Stellen es mal scharf. So, dann würde ich sagen, das ist mal Schicht für heute. Ich mache den Monitor aus und auch das Bild zur Capture-Karte geht aus. Ich habe so eine Befürchtung, welcher HDMI-Port den Splitter versorgt mit Spannung. Tust du das gerne mal mit Heißluft nachlöten? Nee. Nee. Puff, Geschisse. Ich habe noch keinen. Oh, ich hätte sogar Platinenreiniger da. Ja, könnte ich machen. Nee, mache ich nicht. Sieht gut aus, was ich da fabriziert habe. Gefällt mir. Außer der C in der Mitte, da hat man jetzt viel Blödsinn da drauf. Das nehmen wir jetzt dann runter. So. Boah, das Zeug ist gar nicht mal so gut, wenn man das einatmet, glaube ich. Die Verfärbung und der Platine sind interessant. Ja, war halt ein bisschen heiß. So, das Schöne ist, da würde ich sagen, dreht ihr das nächste Mal anlöten und dann wirklich von Hand durchtesten. Oszilloskop was? Dran. Na, was? Auf die Platine wird es schon funktionieren. Ich habe vollstes Vertrauen in dich, Matthias. Du weißt, was du tust. Also ich würde es nächstes Mal erstmal mit Drähten bestücken und dann mal durchmessen. Du weißt, was du da für ein Raster gewählt hast und so, ne? Das ist Raster 2.0. Du willst da Drähte anlöten? Klar. Okay. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Dann gucke ich dir beim Drähteanlöten zu und beim Testen. Und wenn du es dann getestet hast und alles funktioniert, deklariert hast, dann löte ich es dann in die Platine ein. Ist doch ein Plan. Also ich löte da keine Drähte an. Das weiß ich echt schon, dass ich dran scheitern werde. So, also wie wir festgestellt haben, dieses Klebrige geht super weg. Und da kann man auch sehen, wo die Platine gelegen hat. Passt. Einwandfrei. Ja. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Ich werde ein bisschen was wieder zusammenschneiden. Es wird auf YouTube wieder eine Zusammenfassung vom Stream geben. Und ja, somit, Matthias, hätten wir es für heute geschafft. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald alle. Danke. Schön. Und ciao.